ist die Frühstücksshow von Westphal TV. Heute präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der Firma Brass Kieselstein GbR in Wuppertal ihre Auto- und Zweiradtechnik. Und bums, da ist er, Donnerstag, der 21. Februar 2013. Und hier ist eine neue Ausgabe der Frühstücksshow. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Und was wir gleich zu Anfang hatten, das war der Hahn meines Nachbarn. Und wie man jetzt unschwer erkennen kann in dem Einspielerfilm, es hat natürlich wieder geschneit, die Temperaturen sind um den Gefrierpunkt und es ist keine Besserung des Wetters zurzeit in Aussicht. So, wir haben weitere Nachrichten. Heute Morgen ging es über den News-Ticker. Die Anton-Schlecker-Straßen in Deutschland, die werden langsam umbenannt, weil Anton Schlecker auf eigenen Wunsch gesagt hat, ich habe mich nicht um die Gesellschaft verdient gemacht und darum sollen auch die Straßen nicht nach mir benannt sein. Bravo. Das ist eine kluge Entscheidung, wie ich finde. So, und eine weitere kluge Frau kommt jetzt, nämlich Mary Mümmelmann mit ihrem Haushaltstipp des Tages. Hallo, mein Tipp zu Kräutern. Halb vertrocknete Kräuter werden wieder knackig und frisch, wenn man sie in Zuckerwasser stellt. Vielen Dank, liebe Mary. Und was ich noch sagen wollte dazu ist, dass Wasser mit Zucker drin übrigens auch hilft, dass die Schnittblumen länger frisch bleiben. Müsst ihr mal probieren. Ist also in der Tat so. Ich weiß nicht warum, aber es ist so und es hilft. Ja, was hilft denn noch? Ich habe noch weitere Nachrichten. Und da hätten wir jetzt als erstes, das heißt als einzige große Nachricht heute aus dem Showgeschäft, Der Bachelor lief ja gestern nun die letzte Folge bei RTL. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich konnte den Zeitungen heute entnehmen, dass die Romanze des Bachelor mit seiner Auserwählten, also wahrscheinlich noch nicht mal eine Woche nach Drehschluss, die Sache überdauert hat, weil sie mochte seine Kinder nicht und er ihren falschen Busen nicht. Ja, hat er das nicht vorher gewusst? Ich weiß es nicht. So, heute gibt es mit mir bei Radio VHR um 18 Uhr den Schlagerexpress, wie jeden Donnerstag 15 neue Titel aus der Musikindustrie. Und ich verabschiede mich mit den Lebensweisheiten von Wolfgang Mäuler an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, was er heute für eine Lebensweisheit für uns hat. Und sage, passt gut auf euch auf. Werdet gesund, wenn ihr krank seid, so wie unser Herr Lehmann. Und bis dahin in alter Frische. Unsere heutige Lebensweisheit kommt von Lothar Schmidt. Ideen sind wie Kinder. Die eigenen liebt man am meisten. Lass es einfach zu, dass andere Menschen auch gute Ideen haben.